Die Amalfiküste, eine der schönsten Landschaften Italiens. Spektakulär schmiegen sich hier die berühmten Küstenorte wie Positano an die Felsen, die fast senkrecht aus dem Meer aufragen. Und hoch oben, 360 Meter über dem Meer, in atemberaubender Lage, liegt Ravello. Hier treffe ich Ende des Sommers unseren Reiseleiter Enzo. Gerade noch rechtzeitig vor den neuen Reisebeschränkungen und verschärften Corona-Maßnahmen. Hallo, liebe Heidegger Gäste, ich bin immer noch da, der Enzo Liuccio, der gern noch auf Sie wartet. Der Ort, an dem wir uns treffen, ist die berühmte Villa Ruffolo. Richard Wagner fand hier die Inspiration für das Bühnenbild seiner Oper Parsival, Klingsors Zauberkarten. Auch andere Musiker wie Edvard Grieg und Giuseppe Verdi waren von den Gärten beeindruckt. Und noch einer fand hier oben die perfekte Kulisse, Ernst Marischka, der Regisseur der berühmten Sisi-Filme. Alle Szenen, die im Film auf Madeira und in Griechenland spielen, wurden hier in Ravello gedreht. Während Sisi mit einer Lungenentzündung kämpft, hat uns in diesem Jahr Corona beschäftigt und die Reisebranche schwer getroffen. Und vor allem natürlich auch die Reiseleiter vor Ort. Liebe Heidegger Reisegäste, Sie sehen, heute bin ich nicht allein. Neben mir ist der Enzo. Wir sind an einem ganz besonderen Ort, hoch oben über der Amalfiküste. Und an diesem traumhaften Ort habe ich den Enzo getroffen, weil das ja ein ganz besonderes Jahr ist. Und ein paar Fragen möchte ich dir heute stellen. Lieber Enzo, wir sind ja hier nun fast allein. Wann hast du die Amalfiküste das letzte Mal so leer erlebt? Ja, das letzte Mal, dass ich die Amalfiküste so erlebt habe, das war die Zeit, als ich Student gewesen bin. Dieses Corona-Jahr hat ja für uns alle besondere Herausforderungen gebracht. Wie war dieses Jahr für dich ganz persönlich? Ja, mir geht's gut, wie man auch per Video sieht. Also die Pandemie war bei mir in Cilento nicht so wie in Norditalien. Also mir geht's zusammen, Gott sei Dank, auch mit meiner Familie sehr gut. Und ich habe nur etwa gelitten, weil eben ich keine Gruppe gehabt habe. Und mir fehlen die Leute. Nur damit man mal ein Gefühl bekommt, wie anders dieses Jahr eigentlich ist. Wie viele Gruppen betreust du normalerweise und wie viele Gruppen waren es dieses Jahr? Pro Jahr betreue ich zwischen 18 und 25 Gruppen, also Wanderreise oder auch Rundreise, Studiereisen. Dieses Jahr leider ist nicht so gewesen. Ich habe bis jetzt nur 2 Gruppen betreut. Über die Reisen mit Enzo im kommenden Jahr sprechen wir gleich. Doch zunächst nehme ich Sie mit auf einen der schönsten Wanderwege der Welt. Der Sentiero degli Dei, auf Deutsch der Weg der Götter. Er ist der berühmteste Wanderweg Italiens und führt hoch oben in den Bergen die Amalfiküste entlang, von Angerola nach Positano. Traumblicke weit übers Meer inklusive. Die Luft duftet nach Kräutern, die Vögel zwitschern und vom Meer weht eine warme Brise. Ja, der Klassiker unter den Heidegger Reisen mit dir, das ist sicher die Amalfiküstenreise, wo man in Sorrent wohnt und von dort aus einige Ausflüge unternimmt. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Höhepunkte dieser Reise aufzählen. Ja, diese Reise ist für mich die Reise, also die Reise, wo die Leute sich gut fühlen, wo die Erwartung groß ist und jeden Tag wäre ein Höhepunkt. Nehmen wir zum Beispiel Pompeji, also das wichtigste Ausgrabungsgebiet der Welt, oder auch der Vesuv daneben, oder auch die Insel Capri, die Amalfiküste selber, oder Neapel mit dem Archäologischen Nationalmuseum, aber auch Paestum, sind alle Highlight. Und manchmal die Leute sind angenehm überrascht, weil die Erwartung, wie gesagt, die ist groß. Und wenn die Woche gut abläuft, dann, wie gesagt, jeden Tag ist ein Höhepunkt. Die Amalfiküste ist ja voll von wunderschönen Orten. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort? Ravello ist für mich zusammen mit Positano sicher mal, nicht wegen Kultur, sondern die Lage auch, die Stadt der Musik. Ich befinde mich hier in Ravello sehr gut, ich fühle mich sehr gut. Die Vergangenheit, die Musik, die Kultur und eben dann diese magische Atmosphäre in dieser Stadt, in alle Ewigkeit mit Richard Wagner verbunden.
Eine Stadt der Musik ist Ravello übrigens bis zum heutigen Tag geblieben. Seit 2010 besitzt der kleine Ort sogar ein eigenes Konzerthaus. Und was für eines! Der brasilianische Star-Architekt Oscar Niemeyer hat es gebaut und spektakulär über den Abgrund gesetzt, wo es fast zu schweben scheint. Ja, Enzo hat uns gerade sogar noch sein Haus gezeigt. Man kann es ein Stück weiter ahnen. Da hinten sieht man noch im Nebel die Gilento-Küste, wo du wohnst. Jetzt hoffe ich, dass du noch einen guten Herbst haben wirst, um dann frisch gestärkt ins neue Jahr zu starten, was hoffentlich besser wird. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, die Mittagspause zeigt es an. Ich bedanke mich, dass du Zeit für uns hattest, extra hier hochgekommen bist nach Ruffolo und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, lieber Enzo. Danke. Die Termine unserer Italienreisen mit Enzo finden Sie in der Videobeschreibung und wie immer auf unserer Homepage. Und in Kürze nehme ich Sie in einem Extra-Video mit auf die Insel Capri, die in diesem Herbst so leer ist, wie vielleicht zuletzt in den 50er Jahren. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.